Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt noch einmal zu dir kommen können. Wir danken dir, dass wir mehr und mehr verstehen dürfen über die Art und Weise, wie du die Bibel hast schreiben lassen, wie du sie konstruiert hast und wie wir immer tiefer hineingraben können und aus dem Schacht der Wahrheit Schätze graben dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt bei uns bist, dass du alles Störende fernhältst und dass du unser Lehrer bist nach deiner Verheißung, die wir in Psalm 119, Vers 99 finden. Wir loben und preisen deinen Namen. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen. 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 Das Prinzip, das wir jetzt anschauen wollen, ist so ähnlich wie das Prinzip des Zitates, allerdings ein klein wenig, nicht kompliziert, aber etwas herausfordernder. Wir wollen das Gesetz der Anspielung uns betrachten, denn nicht immer werden biblische Passagen direkt zitiert. Nicht immer sagt irgendein neutestamentlicher Schreiber, wie es beim Propheten Hosea steht, Doppelpunkt, Anführungsstriche oben, Text, Anführungsstriche unten. Das ist relativ einfach. Aber ganz oft finden wir in der Bibel Anspielungen auf andere Themen oder auf andere Textstellen. Und wenn wir in der Lage sind, diese Anspielungen, die durch die Sprache angedeutet sind, zu entdecken, dann haben wir sozusagen Parallelverse oder Querverweise im biblischen Text. Und das ist eigentlich das, wonach wir suchen. Denn wir wollen ja verschiedene Textstellen miteinander vergleichen. Und um das Ganze zu trainieren, brauchen wir jetzt einige Freiwillige, die nicht viel mehr tun müssen, als sich an das Mikrofon zu stellen und auf Zuruf einen Bibelvers zu lesen. Und wir brauchen eine ganze Reihe, also bestimmt so 10 oder so. Also stellt euch doch bitte ganz kurz ans Mikrofon. Wir wollen gemeinsam ein Beispiel anschauen in Lukas 1. Und ihr könnt euch gleich alle nacheinander dort anstellen. Nur Mut, es wird wirklich nicht schwierig sein. Lukas 1 und dort lesen wir zunächst einmal Vers 5. Magst du mal lesen, Lukas 1, Vers 5. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, war ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias. Und sein Weib war von den Töchtern Aarons, die hieß Elisabeth. Bleib ganz kurz da, Paul. Lass uns gemeinsam schauen. Und Paul, vielleicht kannst du uns sagen, in diesem Vers gibt es irgendetwas, obwohl es kein Zitat gibt, gibt es irgendeine Anspielung auf ein alttestamentliches Thema? Was kannst du entdecken? Gibt es da irgendeine Anspielung auf etwas, was wir schon im Alten Testament finden? Priester zum Beispiel. Ja, wir sind dankbar für die Hilfe. Genau, Priester, gibt es noch etwas, was wir entdecken könnten? Aaron, Töchter Aarons, ja? Also wir sehen, es gibt dort solche Anspielungen. Wir wollen jetzt einfach in den nächsten Minuten unsere Augen trainieren für alttestamentliche Anspielungen. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Vers, Vers 6. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Genau. Gibt es da eine Anspielung auf alttestamentliches Denken oder alttestamentliche Sprache? 10 Gebote. 10 Gebote zum Beispiel. Oder auch? Das, Rechtsbestimmungen sind Zeremonialgesetze, also, weiß ich nicht. Zumindest die Gebote, Gesetze, Verordnung des Herrn. Nicht wahr? Das ist eine ganz typische alttestamentliche Ausdrucksweise. Ja, danke schön. Hier haben wir das. Vers 7, nächster Vers. Wir brauchen noch mehr Freiwillige. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Was kommt uns sofort in den Sinn, obwohl es kein Zitat gibt? Ja, Moment mal, jetzt sag doch mal die Person selbst. Also? Na, solche Situationen gab es im Alten Testament auch, also ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ist nicht ungewöhnlich, es gab mehrere. Welche ganz besonders sticht hervor, welche Situation? Achso, doch etwas im fortgeschrittenen Alter. Genau, und an wen erinnert sich das? Achso, Abraham. Genau, Abraham und Sarah. Nicht wahr? Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo Männer und Frauen keine Kinder haben konnten. Aber Abraham und Sarah ist vielleicht die besonderste Parallele, weil auch sie in fortgeschrittenem Alter waren. Dankeschön. Nächster Vers, Vers 8. Und es begab sich, als er den Priesterdienst vor Gott verrichtete, in der Ordnung seiner Abteilung. Ganz genau. Was ist hier die alttestamentliche Anspielung? Wollen wir ein bisschen unsere Augen trainieren? Was ist hier die alttestamentliche Anspielung? Priesterdienst. Priesterdienst? Ja, gibt es noch etwas? Noch etwas konkreter? Wer gerne was sagen möchte, darf sich auch anstellen. Nur Mut. Ja? Wir brauchen noch mehr Freiwillige. Wir haben den Priesterdienst, genau, noch etwas, was konkreter. Mhm. In der Ordnung seiner Abteilung vielleicht? Die Abteilung. Gibt es da so eine biblische Passage über die Abteilung der Priester?
Schon was davon gehört, von den 24 Priesterklassen? Ganz genau, das ist so ein Hinweis darauf. Also wenn wir solche Dinge sehen und nicht genau verstehen, was es jetzt hier für eine Bedeutung hat für die Geschichte, dann lohnt es sich zurückzugehen zum Alten Testament, sich zu fragen, wie war das damals bei Abraham und Sarah? Wie war das mit diesen Priesterklassen? All diese Hinweise werden nicht exakt erklärt, die sind nur wie kleine Hinweisschilder im Text, die sagen, geh zurück zu der Stelle, geh zurück zu der Stelle, geh zurück zu diesem Thema. Dankeschön. Nächstes Beispiel, Vers 9. Also wir haben die Priesterklassen in Vers 8, wir nehmen Vers 9 und 10 gleich zusammen. Da traf ihm nach dem Brauch des Priestertums das Los, das an den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Was ist die alttestamentliche Anspielung hier? Die Stunde, also zwei Dinge eigentlich. Zu einem das Los, das andere ist der Räucheraltar. Ganz genau, also das Los, aber vor allem der Räucheraltar und damit das Gebet. Ja? Seht ihr, wenn man das Alte Testament nicht hätte, könnte man das Neue Testament gar nicht verstehen. Scheinbar, wir sind jetzt nur in einige Verse durchgegangen. Jeder einzelne Vers im Lukas-Evangelium hat irgendwelche alttestamentlichen Anspielungen. Und es geht weiter. Schauen wir in Vers 11 gemeinsam. Vers 11. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Genau, was ist hier, was könnte hier die alttestamentliche Anspielung sein? Naja, der Räucheraltar. Also Räucheraltar nochmal, ganz genau. Und? Ein Engel des Herrn. Engel des Herrn, nicht wahr? Das ist so ein typischer Ausdruck, den wir ganz oft im Alten Testament finden, nicht wahr? Mhm. Ein Engel des Herrn, ganz genau, dankeschön. Schauen wir weiter. Nächster Vers, Vers 13, wir springen über Vers 12 drüber. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Okay, woran erinnert dich das? An Abraham und Sarah, weil die haben ja auch im hohen Alter ein Kind gekriegt. Ganz genau, Abraham und Sarah. Und noch ein bisschen genauer, diese Sprache, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Kommt die da auch so vor in der Geschichte? Ja, gleich sofort. Aber erstmal bei Abraham. Der Sohn sollte doch auch Isaak heißen. Genau, diese Worte, wenn ihr das nachschauen würdet, also ihr seht jetzt, nehmen wir das als Beispiel an, ihr studiert das und steht, hey, das ist eine Parallele zu Abraham und Sarah, ihr schaut nach und ihr würdet jetzt nachschauen, sagen wir zum Beispiel in 1. Mose 17, Vers 19, lasst mal euren Finger in Lukas 1 und geht mal mit mir zu 1. Mose 17, Vers 19. 1. Mose 17, Vers 19. Dort heißt es, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären und du sollst ihn Isaak nennen. Es ist genau dieselbe Formulierung. Diese Formulierung kommt nur dreimal in der Bibel vor. Und du sollst ihn Isaak nennen und du sollst ihn Johannes nennen und du sollst ihn Jesus nennen. Nur dreimal. Ganz interessant. Das steht nicht, wie im ersten Buch Mose zitiert wird, aber es ist eingebaut in den Text. Und wenn wir unsere Augen geschärft sind dafür, erkennen wir diese Hinweisschilder und sehen plötzlich, der Lukas schreibt das nicht einfach unbedacht, sondern er schreibt das, um mit einem Vers und dem nächsten unsere Aufmerksamkeit auf die Geschichte von Abraham zu lenken, aus einem bestimmten Grund, den wir gleich sehen werden. Jetzt der nächste Vers, Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Da fällt mir gleich der Samson ein. Genau, da fällt der Samson ein. Gibt es noch etwas, was uns einfällt, außer dem Samson? Samuel, ja? Wird schon von Mutterleib Also Simson ist sicherlich die klasse Parallele, aber es gibt noch etwas anderes, was im Alten Testament auch mit ähnlichen Worten beschrieben wird. Frohlocken, ja, das ist so, ja, das stimmt, das kommt hoffentlich vor allem im Psalm. Der Nazirea, das Nazirea-Gelübde, nicht wahr? Denn auch sie sollten kein Wein und kein starkes Getränk trinken und sogar eigentlich gar nichts vom Traubensaft. Also das ist hier so ein Beispiel. Wir sehen also, eigentlich fast jeder Vers im Neuen Testament hat irgendwelche Anspielungen zurück ins Alte Testament. Und je mehr man das entdeckt, desto mehr weiß man, wo man hingeht, um das Thema tiefer zu studieren. Wir machen jetzt das nicht in jedem Detail, weil es würde viel zu mehr Zeit dauern. Wir wollen einfach nur üben, diese Dinge zu sehen. Jetzt Vers 16 und 17. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen und im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Jetzt, das haben wir schon gelernt vorhin, nicht wahr? Das ist eine Anspielung, fast ein Zitat für
Haben wir vorhin gerade angeschaut? Malachi 3, nicht wahr? Aber gibt es noch etwas in diesem Vers, was vielleicht kein Zitat ist, aber was eine Anspielung ist auf eine alttestamentliche Geschichte? Welche alttestamentliche Geschichte wird hier angespielt? Außer aus Ägypten? Ja, wird vor ihm her- das ist interessant, er wird vor ihm hergehen, ja, das ist interessant, ja. Das habe ich gar nicht mehr nachgedacht, sehr gut. Josef? Also es ist viel einfacher, als ihr denkt. Elias wird ja... Elia, ganz genau. Ja. Also mit anderen Worten, ich lese das. Und was ist meine Aufgabe jetzt als Bibelstudent, wo ich sehe Elia? Ich muss, so ist wie ein Zeichen, das mir sagt, geh Christopher zurück zur Geschichte von Elia und lese und studiere die Geschichte Elia, damit du siehst, was ist die Kraft Elias und was ist der Geist Elias. Und wenn ich das studiert habe, dann gehe ich zurück in Lukas 1 und setze das ein. Wenn ich das sehe, Abraham und Sarah, ich gehe zurück zur Geschichte von Abraham und Sarah, studiere die Geschichte von Abraham und Sarah, studiere die Prinzipien dort, verstehe sie und setze sie ein in Lukas 1. Das ist das Prinzip. Es sind wie kleine Links. Ihr wisst, im Internet, wenn man so einen Link klickt, kommt eine ganze Seite auf. Das ist so wie eine Linksammlung, einen Link nach dem anderen. Und der Schreiber von Lukas setzt voraus, dass man all diese Geschichten gut kennt. Übrigens, wisst ihr, in welchem Buch das von äußerster Wichtigkeit ist? Ratet mal. Im Buch Offenbarung. Das Buch Offenbarung ist eine einzige Linksammlung. Da steht nicht, da steht einfach nur Gog und Magog. Wir denken, Gog und Magog, was in der Welt, nicht wahr? Aber Gog und Magog ist ein Link, der sagt, geh zu Hesekiel 38, 39. Lies das ganze Kapitel, studier es und wenn du es verstanden hast, gehst du zurück zu Offenbarung 20 zum Beispiel. Und wir könnten ein Beispiel nach dem anderen aus Offenbarung anführen. Aber wir bleiben jetzt hier, wir haben noch ein paar Verse vor uns. Vers 16 und 17 haben wir gerade gemacht. Vers 18. Da sagte Zacharias, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist fortgeschritten in ihren Tagen. Der Engel antwortete... Stopp. Nur Vers 18. Was, woran erinnert euch diese Geschichte? Woran erinnert dich diese Geschichte, dieser Vers? Wer etwas sagen will, möge sich ans Mikrofon stellen. Abraham ein bisschen. Ah, Sarah. Abraham und Sarah. Hat Abraham auch, und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt. Wir haben ja gesehen, dass die ganze Zeit immer wieder auf Abraham angespielt worden ist, nicht wahr? Hat Abraham auch gezweifelt, ja oder nein? Ja. Definitiv. Ist Abraham bestraft worden für seinen Zweifel? Nein. Warum wird dann Zacharias gleich stumm werden, obwohl er genau denselben Zweifel hat? Habt ihr jemals die Idee gehört, ich bin so froh, dass die Bibel mir sagt, dass David gesündigt hat und Mose gesündigt hat und da weiß ich, ich kann dasselbe tun und trotzdem werde ich dann, nicht wahr? Hast du mal gehört, diese Idee, ich bin so ermutigt, dass die allen großen Männer auch gefallen sind? Könnte es sein, dass Gott mit den Sünden anders umgeht, die schon in der Bibel ganz klar beschrieben sind? Dass wenn, wie Zacharias, ich das Beispiel von Abraham klar und deutlich vor Augen habe und es trotzdem tue, dass es was anderes ist, als wenn ich der Erste bin, der es tue. Denn vergessen wir nicht, Zacharias war ein Priester, er kannte das Alte Testament auswendig. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber als er diese Dinge gehört hat, er hat nicht mühselig überlegt, was könnte das für eine Verbindung sein. Bei ihm hat es bing, 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 bing gemacht. Nicht wahr? Du sollst seinen Namen Johannes nennen. Moment mal, er wusste ganz genau, er kannte es auswendig. Es gibt eine Stelle, Abraham, Isaac, er wusste ganz genau. Er kannte all diese alttestamentlichen Stellen. Er wusste, um was es geht, gerade dann jetzt, wenn der nächste Vers kommt. Wer sagt den nächsten Vers? Vers 20. Und siehe. Vers 19, Entschuldigung. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen, Daniel. Warum? Weil da auch der Engel Gabriel kommt und auch fast mit denselben Worten ihm sagt, ich bin gekommen, um dir zu erklären, um dir zu sagen, was dein Herz begehrt hat, zu wissen. Wie oft kommt der Engel Gabriel im Alten Testament vor? Schätzt mal. 5-mal, 10-mal, 15-mal. Gib mir mal eine Schätzung ab. Wie oft kommt der Engel Gabriel vor? Mit Namen. Einmal. Zweimal. Wo ist das erste Mal? In Daniel. In Daniel Kapitel 8 und das zweite Mal in Daniel Kapitel 9.
9. Jetzt stellen wir uns vor, Zacharias kommt in den Tempel. Übrigens, wie oft ist der Priester dort in den Tempel hineingegangen? Einmal im Jahr. Achso, halt ins Allerheiligste, Entschuldigung. Der Priester in der damaligen Zeit, wenn ich Priester gewesen wäre, es gab da mittlerweile so viele Priester, weil es hat sich ja vermehrt, nicht wahr? Es gab schon die Abteilung. Ellen White sagt uns, dass die meisten Priester nur einmal im Leben wirklich diesen Dienst ausgeführt haben. Also, er war da nicht ständig drin. Stellt euch vor, ihr seid jahrelang schon Priester und ihr seid jetzt endlich nach vielen Jahren dran, einmal in den Tempel zu gehen. Und plötzlich steht ein Engel vor euch, der sagt, ich bin Gabriel. Und es gibt genau zwei Dinge, an die ihr denken müsst. Daniel 8 und Daniel 9. Und worum geht es in Daniel 9? Das Kommen des Messias. Könnt ihr euch vorstellen, wie Zacharias sich gefühlt hat, als er das gesehen hat? Als der Engel sagt, ich bin Gabriel? Wir lesen das und denken, naja, Gabriel ist gekommen, nicht wahr? Aber für Zacharias war das eine gewaltige Sache. Jetzt lass uns noch einen Vers weiter anschauen. Vers 21 und 22, das zu einem Schluss bringt. Vers 21 und 22. Wer mag das noch vorlesen? Mittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias und wunderten sich, wo er so lang blieb. Als er endlich heraustrat, konnte er nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gesten erkannten sie jedoch, dass er im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt hatte. Genau, er winkte ihnen und blieb stumm. Dankeschön. Jetzt, woran erinnert euch das? Was für eine alttestamentliche Passage wird hier angespielt? Okay, lass mich anders fragen. Worauf hat das Volk gewartet? Sie haben gewartet, dass er rauskommt, das stimmt. Aber warum haben sie darauf gewartet, dass er rauskommt? Was war so besonders daran, wenn der Priester rauskommt? Ja? Dass er noch am Leben ist, okay, aber er ist ja nicht unbedingt ins Allerheiligste gegangen, nicht wahr? Ja? Er spricht Vergebung, okay? Da gab es etwas ganz Besonderes, auf das die Israeliten gewartet haben, wenn der Priester herauskam. Es gab den Segen, den priesterlichen Segen. Jetzt, wir alle sind ja öfter im Gottesdienst und es gibt so bestimmte Dinge, die immer wieder im Gottesdienst passieren. Wir haben meistens unser Schlusslied zum Beispiel, nicht wahr, das immer und immer wieder kommt, das Gleiche. Jetzt stellt euch vor, ihr seid Israeliten und jedes Mal, wenn ihr zum Heiligtum kommt, wisst ihr, dass der Priester geht hinein und ihr wartet und wartet auf den Segen, nicht wahr? Und da sitzt ihr jetzt irgendwo auf eurem Stuhl und denkt, naja, gleich kommt der Segen. Und ihr wisst schon, wie der Segen geht, weil ihr habt ihn schon 250.000 Mal gehört und wartet und wartet und ihr wundert euch, nicht wahr? Er kommt nicht. Und er kommt nicht. Und er kommt nicht. Aber dann, plötzlich, kommt er heraus. Okay, alles ist wunderbar. Dann jetzt setzt euch hin oder steht, nicht wahr? Und sagt, okay, jetzt kommt der Segen. Aber er kommt nicht. Stattdessen seht ihr etwas. Was haben die Israeliten gesehen? Wisst ihr, was Ellen White sagt, wie Zacharias aussah? Sein Gesicht glänzte. Jetzt, wenn man immer und immer wieder etwas hört, das quasi zur Routine geworden ist, dann denkt man das quasi im Kopf schon mit, oder? Ihr wisst wahrscheinlich euer Schlusslied in der Gemeinde schon auswendig, oder? Wir in Cannstatt auf jeden Fall. Selbst hätten wir keinen Klavierspieler, wir würden es trotzdem singen. Wir wüssten, was kommt. Wussten die Israeliten, was kommen müsste? Ja oder nein? Was für ein Segen hätte kommen müssen? Der aaronitische Segen, wie geht der aaronitische Segen? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Sie haben ihn nicht gehört. Aber gesehen. Das hätten wir niemals rausgefunden. Hätten wir nicht diesen kleinen Link gesehen, nicht wahr? Sie haben den Segen gesehen. Glaubt ihr, es war ein besonderer Sabbat oder ein besonderes Ereignis an diesem Tag? Den Segen einmal in der Weltgeschichte zu sehen, statt nur zu hören. Also das sind die Dinge. Und das war nur eine kleine Übung, um es zu zeigen, was so in einem ganz gewöhnlichen Lukas-Evangelium, Neuen Testament, alles an alttestamentlichen Geschichten versteckt unter der Oberfläche so sich herumschlingert. Und wenn man das ausgräbt und studiert und wieder hineinbringt, bekommt man plötzlich ein ganz neues Bild von der Geschichte. Lasst uns doch ganz kurz diesen Vers in Daniel 8, Vers 14 anschauen. Wir haben es jetzt auf Englisch hier, aber ihr habt es ja auf Deutsch schon tausendmal gehört. Bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum
gereinigt oder gerechtfertigt werden. Wenn wir den Vers lesen, gibt es dort auch eine Anspielung. Da gibt es ja kein Zitat, da steht nicht, wie im Buch Jesaja geschrieben steht oder so. Aber gibt es da eine Anspielung in dem Vers, wo die Sprache des Verses so ein Linkzeichen ist, so geh in die Richtung, so ein Wegweiser, geh in die Richtung. Wer kann da eine Anspielung sehen? Ja? Abend und Morgen bei der Schöpfung, ganz genau. Noch eine Anspielung. Das Geweiht, genau, oder wiederhergestellt, gereinigt, gerechtfertigt. Warum und wohin führt uns das? Nach 3. Mose 16, wo auch das Heiligtum gereinigt wurde und wiederhergestellt wurde. Das heißt, dieses Gesetz der Anspielung war entscheidend für das Verständnis der siebenten Tagesadventisten nach 1844. Ohne dieses Gesetz hätten wir die Lehre von 1844 nie so, wie wir sie heute haben. Das sind die Fundamente, auf denen wir stehen. Wir wissen das manchmal gar nicht so genau, nicht wahr? Das sind die hermeneutischen Prinzipien, auf denen unser Glaube basiert. Ohne dieses Gesetz hätte das wahrscheinlich keiner entdeckt, dass da diese Anspielung ist. Gut, wir wollen euch noch ein paar Beispiele geben, wo ihr das weiter studieren könnt. Zum Beispiel in der Offenbarung. Wie gesagt, es ist voller Beispiele dort. In Offenbarung 11 zum Beispiel könnt ihr Vers 3 bis 6 mal anschauen. Ihr könnt eigentlich schon Vers 1 anfangen, wenn ihr fleißig seid. Und ihr werdet sehen, es ist vollgepackt mit verschiedenen Anspielungen. Und viele Leute sagen, ich verstehe die Offenbarung nicht. Wisst ihr, dass die Offenbarung ein ganz einfaches Buch ist? Die Offenbarung ist super einfach. Man muss immer nur wissen, wo die Anspielung ist. Und wenn man dann die Anspielung gefunden hat und man geht zurück, liest die Geschichte, versteht das Prinzip, bringt es wieder zurück, ergibt sich alles quasi von selbst. Die Offenbarung ist ein offenes Buch. Die Offenbarung ist wie ein Sackbahnhof. Wisst ihr, was ein Sackbahnhof ist? Ein Sackbahnhof ist sowas, was wir noch in Stuttgart haben. Wo alle Gleise zusammenkommen an einen Punkt. Offenbarung ist so ein Sackbahnhof. Alle Gleise der Bibel kommen an einen Punkt zusammen. Und um das Ganze zu verstehen, muss ich wieder zurückgehen. Wo kommt das Gleis her, damit ich das ganze Panorama sehen kann? Ein weiteres Beispiel ist in Offenbarung 2 und 3. Das sind die sieben Gemeinden. Wenn ihr das anschaut, werdet ihr feststellen, es ist voller Anspielung auf alttestamentliche Dinge. Gut. So, today we want to talk also a little bit about typology. Wir wollen heute auch ein bisschen über Typologie sprechen. Let's turn to 1 Corinthians chapter 10. Lasst uns zu 1. Korinther 10 gehen und dort Vers 11. The use of this word typology is actually a derivative of a Greek word typos, and we're going to find it in 1 Corinthians chapter 10. Und das Wort Typologie kommt von einem griechischen Wort typos, das wir in 1. Korinther 10 finden werden. And let's look at verse 11. In 1. Korinther 10 Vers 11. Now, if you're not familiar with this passage, I want you to just briefly skim from verse 1 down to verse 10. And you can see that this is kind of Paul's very concise overview of the experience of the children of Israel. Wenn euch das Kapitel 10 nicht ganz bekannt ist, könnt ihr kurz die ersten 10 Verse überblicken. Ihr werdet sehen, dass es Paulus Zusammenfassung ist der Geschichte Israels in der Wüste. And then in verse 11, he summarizes by saying, now all these things happened unto them, und for ensamples. Und dann in Vers 11 fasst er alles zusammen und sagt, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Now that word ensamples right there is from the Greek word typos. Und das Wort Vorbilder in diesem Vers heißt griechisch typos. In English we have created a word, we call it type. Und im Englischen heißt es dann ja typos. Ein typos im Deutschen. And basically what we're doing is we're just using this biblical expression, what is a type? Und wir benutzen also diese biblische Ausdrucksweise. Was ist also ein Typus? It's an Old Testament person. Es ist also eine Person. An event. Eine Begebenheit. Or a thing. Oder eine Sache des Alten Testamentes. That has a real historical account. Die historisch real war. But it was designed by God. Aber von Gott ganz absichtlich sozusagen hineingelegt wurde. To foreshadow a real person, event or thing in the New Testament. Um in vorbereitender Weise eine reale Person, Begebenheit oder Sache im Neuen Testament anzukündigen oder vorzuschatten. That corresponds to and fulfills the type. Die mit dem Typus korrespondiert und ihn erfüllt. Always the type points forward to the real. Der Typus guckt immer voraus auf das Reale, auf das Wirkliche. Another word for type is like a shadow. Man könnte also auch Schatten dazu sagen. Shadow has a resemblance.
Der Schatten sieht so ähnlich aus. But it is never as good or as clear as the reality. Aber der Schatten ist niemals so gut oder so klar wie die Realität. And that's why it says the antitype is always, or the real is always greater than the type. Deswegen heißt es, der Antitypus ist größer und besser als der Typus. So let's take, how do we find types? Wie finden wir so einen Typus? Now, not everything in the Old Testament is a type. Also nicht alles im Alten Testament ist ein Typus. In order to say something is a type, um zu sagen, dass etwas ein Typus ist, there must be some authority in the New Testament. Da braucht wir eine Autorität im Neuen Testament dazu. So if there is no expression or analogy that signals, look, this is an example, this is a shadow, this is a symbol of Christ. Also wenn es da keinen Ausdruck gibt oder keine Analogie, die jetzt sagt, das ist ein Schatten, ein Antitypus, ein Typus auf Christus hin, then it's safer to call it illustration. Dann wäre es besser und richtiger und sicherer, es eine Illustration zu nennen. Now on the screen there is a book, a reference for a book that is excellent if you're interested in typology. Also wenn ihr euch für Typologie interessiert, habt ihr hier eine Buchreferenz an der Leinwand. And as you have been attending Pastor Ivor Meyer sessions, und ihr wart sicherlich beim Ivor Meyer auch dabei. Really, what you are doing is exercises in typology. Und was dort vor allem auch euch beigebracht hat, sind Übungen in Typologie. But this book really, it's an older book, but it really delves into many of the Old Testament types. Und es ist ein älteres Buch schon, aber es taucht richtig hinein in viele der alttestamentlichen Typen. I want to use a few examples just to give you some ideas of how this works. Also ich möchte euch einige Beispiele geben, damit ihr so eine Idee bekommt, wie das funktioniert. Can we please turn to Leviticus chapter 3? Lasst uns mal gemeinsam zu 3. Mose 14 gehen. And let's look at verse 14. Wait. Sorry, Leviticus chapter 14. Also 3. Mose 14. And we're going to start in verse 1. Und wir fangen dort in Vers 1 an. Now, this is a law that was given in regards to cleansing lepers. Also das ist hier ein Gesetz, das gegeben wurde, um mit Aussätzigen fertig zu werden. I want you to look carefully at how this ceremony was described. Schaut mal ganz sorgfältig hin, wie diese Zeremonie beschrieben wird. Now in verse 2 the Bible says this shall be the law of the leper in the day of his cleansing. In Vers 2 heißt es, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Now I want to ask you, can someone tell me what is leprosy a symbol of? Kann jemand mir sagen, was ist der Aussatz, ist ein Symbol von was? Why is it a symbol of sin? Why? Warum ist es ein Symbol für die Sünde? Warum? Give me a few reasons. Why is it a symbol of sin? Gib mir ein paar Gründe, warum Aussatz ein Symbol für die Sünde ist. It's deadly. Sin brings death. Es ist tödlich und Sünde bringt den Tod. What else? Was noch? It separates you from society. Oh, that's good. Yeah, das ist ziemlich gut. That's good. Yes. What else? It's contagious. Ja, very es good ist point. Ansteckend. Sin, leprosy hit rich, poor, old, young. Didn't matter, male, female. It could hit anybody. It could strike anyone. Also Aussatz konnte jeden treffen, egal ob arm oder reich oder groß oder klein oder männlich oder weiblich. Es hat jeden treffen können. So I hope you can see, sin was very similar to leprosy. Also ihr seht, Sünde ist ganz ähnlich wie Aussatz. So let's keep looking. Lass uns mal weitergehen. Bible says that the priest will look to see in verse 3 if the plague has been healed. Vers 3 heißt es, und der Priester soll da für hinaus vor das Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, and if he saw that things, the conditions looked positive, wenn er also gesehen hat, dass es positiv aussieht, then here's what they would collect in verse 4. Und das haben sie jetzt in Vers 4 gemacht. They would get how many birds? Wie viele Vögel haben sie bekommen? 2 birds. 2 Vögel. That's interesting. Das ist mal interessant. And then it says, und dann heißt es, oh, and they had to be alive and clean. Es sollten lebendige Vögel sein, die rein sind. They had to get cedar. Sie sollten Zedernholz bekommen, Scarlet, Karmesin and Hyssop. Und Hyssop. Now I want you to look at what they did with these creatures. Jetzt schaut mal, was sie mit diesen Geschöpfen gemacht haben. In verse 5, in Vers 5, the Bible says that the priest shall command that one of the birds be killed. In der heißt es in Vers 5, und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet. Now I want to ask you a question. Ich möchte eine Frage stellen. Any time in the sanctuary service we see something killed, what can we say, almost without fail, what can we safely say
that it is a reference to. What can we almost without fail always say it is a reference to? Also wenn im Heiligtumsdienst da etwas getötet wird, dann können wir doch meistens ohne Zweifel sagen, es ist ein Symbol für. What is a reference to? To sin. I'm sorry, to Jesus. Für Jesus. Right, to his death, right? Denn ist gestorben. So, but the stipulations on killing this bird were more specific than just kill the bird. Aber es war hier genauer vorgeschrieben, wie das Tier, der Vogel, getötet werden sollte. Look at what it says in verse 5 again. Schaut mal in Vers 5 nochmal hin. The priest shall command that the one of the birds be killed, but killed where? Es sollte wo getötet werden. Where? In einem earthen vessel. In an earthen vessel. In einem irdenen Gefäß. So that's strange. It wasn't that you just kill the bird. No. Es ist merkwürdig. Man hat nicht einfach den Vogel getötet. You had to kill it in an earthen vessel. Man musste ihn in einem irdenen Gefäß töten. So I want to ask you a question. Ich will dir eine Frage stellen. We already know. Wir wissen bereits, that when something is killed, wenn etwas getötet wird, in the sanctuary service, im Heiligtumsdienst, it was symbolic or representative of the death of Christ. Dann war das ein Symbol, eine Repräsentation, dass Jesus sterben würde. But can someone tell me? Kann jemand mir sagen, why did it stipulate that in order for the leper to be cleansed from leprosy, the bird had to be killed in an earthen vessel? Warum war vorgeschrieben, dass wenn ein Aussätziger gereinigt werden sollte, dass der Vogel in einem irdenen Gefäß getötet werden sollte? A+. Also du bekommst eine 1 plus, ja. Did everybody hear that? I don't know if you heard that. Hat das jeder gehört? The Bible says, die Bibel sagt, that in 2 Corinthians 4, 6, 7. 7. In 2. Korinther 4, Vers 7, Paul says, we have this treasure in earthen vessels. Da sagt der Paulus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. You know what he's talking about when he says earthen vessels? Wisst ihr, was irdene Gefäße bei ihm bedeuten? He's talking about in this body. Sagt in diesem Körper. So earthen vessels in scripture is a symbol of a mortal human body. Also irdische Gefäße sind ein Symbol für den sterblichen menschlichen Körper. And rightly so, because we were made from the dust of the ground. Und das ist ganz genauso, weil wir ja aus dem Staub der Erde gemacht sind. So does it make sense that in order for the sacrifice to cleanse the sinner, it was necessary that the bird not only die, but it die in an earthen vessel. Does that make sense? No, it's the lepers. I'm sorry, the lepers. Yeah. Ja, also es war also notwendig, dass der Vogel, der jetzt geschlachtet werden sollte, um den Aussätzigen zu reinigen, dass der nicht einfach nur getötet werden sollte, sondern einem irdenen Gefäß geschächtet werden sollte. But that was not the only stipulation. Aber das war nicht die einzige Vorschrift. In verse 5 it says, in Vers 5 heißt es, it had to be killed in an earthen vessel over what? Da sollte es einem irdenen Geschirr oder über, ja, running water. Über lebendigem Wasser geschächtet werden. So see if you can picture this in your mind. Also versucht es mal in deinem Kopf vorzustellen. Priest takes a bird. Der Priester nimmt einen Vogel. And then he gets this jar of earth. Oder earthen jar, diesen irdenen Topf oder das Gefäß. And then he performs the ceremony of killing that bird, and underneath there's this water running. Und dann hat er diesen Vogel dort in diesem Gefäß getötet, und da war dann noch fließendes Wasser. If you're watching from the side, wenn du es von der Seite angeschaut hättest, what would you see coming out now from this water? Now what would happen? What would you see now? Was würdest du jetzt sehen, was da jetzt herauskommt? What would you see? Was würdest du sehen? You would see water mixed with blood. Du würdest Blut und Wasser sehen. And I think you know that this again was symbolic of the ministry of Christ. Und ich denke, seht auch hier wieder den Symbolismus für den Dienst Jesu. His blood, it justified us. It made us right. Sein Blut rechtfertigt uns, es macht uns gerecht. And the washing of water by the word, it cleanses us, it sanctifies us. Und dass die Waschung durch das Wort heiligt uns und reinigt uns. But that was still not enough. The leper was not yet cleansed. Aber das war immer noch nicht genug. Immer noch war der Aussätzige nicht gereinigt. And this ganz. Is very important to note, because many Sunday churches do not understand this next step. Aber das ist jetzt sehr entscheidend, denn viele Kirchen, die den Sonntag halten, verstehen diesen nächsten Schritt nicht. Because now the Bible says, denn jetzt sagt uns die Bibel, in verse 6, in Vers 6, because don't forget, there was how many birds? Denn vergiss nicht, wie viele Vögel waren da? Zwei Vögel. So now they have this bird, this living bird. Jetzt gibt es noch diesen lebendigen Vogel. And notice what they did with it in verse 6. Und schau mal, was sie in Vers 6 gemacht haben. He shall take it and the cedar, the scarlet, the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Kamesin und Hyssop, und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen. So now you have this living bird. Jetzt habt ihr diesen lebenden Vogel. And what is he covered in? Und womit wird er bedeckt?
covered in blood. Er wird mit Blut bedeckt. Now, I know this seems strange. Das sieht ziemlich seltsam aus, oder? But remember, this all was designed to teach a lesson about the cleansing of from sin. Aber das alles war ja so angeordnet, um eine Lektion zu lernen über die Reinigung von der Sünde. Now notice in verse 7 what they did with this. Schaut mal in Vers 7, was sie dann mit ihm gemacht haben. It says, he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy 7 times and shall pronounce him clean and shall let the living bird loose into the open field. Und er soll denjenigen 7-mal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen, und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. I have a very simple question to ask you. Eine ganz einfache Frage an euch. Can anyone predict what happened to the living bird? Kann jemand wohl vorhersagen, was wohl mit diesem lebendigen Vogel passiert ist? I mean, imagine you are this bird. Also stellt euch vor, ihr seid dieser Vogel. And you saw your friend just get killed. Und ihr habt gerade gesehen, wo euer Freund gerade getötet worden ist. And then you get dipped in his blood. Dann werdet ihr in sein Blut hineingesteckt. And then you think you might suffer the same fate. Vielleicht denkt ihr dann, ihr werdet jetzt gleich dasselbe erleiden. But suddenly, the man who's holding you just lets you go. Und dann aber plötzlich der Mann, der dich festgehalten hat, lässt dich frei. Can anyone predict what would the bird do? Kann jemand von euch vorhersagen, was wohl der Vogel getan hätte? What would it do? Was hat er wohl getan? It would fly away. Er würde wegfliegen, oder? In fact, I would almost predict safely. Ich glaube, ich bin nicht ganz falsch, wenn ich vorhersagen würde. He will not fly to the ground. Er würde nicht zum Boden fliegen, oder? I think he will fly like up. Ich denke, er würde aufwärts fliegen, oder? I'm going to just add this thought, but I think he would fly into the heavens. Ich werde es einmal hinzufügen. Ich denke, er würde so Richtung Himmel fliegen, oder? Now, why is this done? Warum ist das wohl getan? You know, it's very interesting that in the Old Testament sanctuary service. Es ist ganz interessant, dass im alttestamentlichen Heiligtumsdienst, after the sinner brought the substitute, wenn der Sünder das Heilig den Ersatz gebracht hat, he laid his hands on the sacrifice on the substitute, und dann das seine Hände auf das stellvertretende Opfer gelegt hat. He confessed his sin, und er seine Sünde bekannt hat. The sin went from the sinner to the substitute. Dann ist die Sünde vom Sünder auf den Stellvertreter übertragen worden. Then the priest handed him a knife. Dann hat der Priester ihm ein Messer gegeben. And he killed the substitute. Und er killt dieses stellvertretende Tier. But even then, the Bible says that his sin was not yet forgiven. There was not yet an atonement made for him. Aber die Bibel sagt, selbst dann war die Sünde nicht vergeben. Die Versöhnung war noch nicht gemacht worden. There was still one more thing that had to happen. Es musste noch etwas geschehen. Because where is the sin now? Denn wo ist die Sünde jetzt? It was transferred in a symbol from the sinner to the substitute. In einem Symbol war es ja von dem Sünder auf den Stellvertreter übertragen worden. But it didn't just go anywhere. Aber es ist nicht einfach irgendwo hingegangen. Bible says the life of the flesh is in the blood. Die Bibel sagt, das Leben des Fleisches ist im Blut. So it was transferred to the blood. Es war also in das Blut transferiert worden. And so the priest caught that blood. Und der Priester hat dieses Blut aufgefangen. And once he caught it, und als er es aufgefangen hatte, what did he do next? Was hat er dann getan? He walked into the holy place. Er ist ins Heilige gegangen. And he passed by the table of showbread, the candlesticks. He went right up to the altar of incense. Und er ist an dem Schaubrottisch und an dem Leuchter vorbeigegangen und ist direkt zum Räucheraltar gegangen. And then he did something very interesting. Und dann hat er etwas Interessantes gemacht. He dipped his finger in the bowl that has blood. Er hat also seinen Finger in das in die Schale mit dem Blut hineingetaucht. And what was in that blood now? It wasn't just normal blood. What was in it? Was war jetzt im Boden da drin? Es war nicht normales Blut, es war sin. Es war Sünde drin. The record of sin. Also die Aufzeichnung der Sünde. And he took his finger and he dipped it in the bowl and he sprinkled it on the veil before the holy place and the most holy place 7 times. Und er hat das dann mit seinem Finger 7-mal an den Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten hingesprengt. And Leviticus 4:19 says that at that moment when the priest does that. Und es heißt in Vers 9, in dem Moment, wo der Priester das getan hat, then at that time an atonement was made for him. Dann an diesem Zeitpunkt war die Versöhnung geschehen für den Sünder. And at that moment his sin was forgiven. Und an diesem Moment war seine Sünde vergeben. Do you understand what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means that without the high priestly ministry of Christ, es bedeutet, dass ohne den hohen priesterlichen Dienst von Jesus, the sinner was never cleansed. War der Sünder niemals gereinigt. It wasn't just the sacrifice that was necessary. Es war nicht nur das Opfer, das notwendig war. A priest needed to minister the blood. Ein Priester musste das Blut auch anwenden. That's why the leper was not cleansed. Deswegen war der Aussätzige nicht geheilt. Just by the dead bird. Nicht nur durch den toten Vogel. The other bird had to transfer and take that blood, that record, into the heavens. Der andere Vogel musste das Blut nehmen und dann Richtung Himmel bringen, sozusagen. This is how the sanctuary service was symbolic of the work that Christ would do. Und da sehen wir also im Heiligungsdienst die Symbole für das, was Christus für uns tun würde. Please look with me at Romans chapter 3. Lass uns noch ein anderes Beispiel anschauen in Römer 3. So verse 25 says this.
In Römer 3, Vers 25. Now, if you have a Bible, I'm going to ask for your help. If you have a Bible that has alternate rendering, do you know what that is? Ja. Also wenn ihr eine Bibel habt, wo auch so alternative Lesarten aufgeschrieben sind, dann könnt ihr mir dann helfen. I'm going to need your help. So Romans 3:25, the Bible says, speaking of Jesus. In Römer 3, Vers 25 spricht es von Jesus. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood. Das heißt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. So I want to ask, does anybody have a Bible translation or a Bible that offers a alternate rendering for the word propitiation in verse 25? Does anybody have this? Also hat jemand eine andere Übersetzung, die noch außer Sühnopfer sagt, ja? It's, she said, mercy seat. Ja, also Sühnedeckel. Does any German Bible have this also this alternate rendering? Ja, I'm just asking. Ja, in the margin, I have. It says also. Ja, in einigen. Can you just read it? In der Schlachter zum Beispiel heißt es unten zur Sühnung. Das hier verwendete Hilasterion bezeichnet auch den Sühnedeckel auf der Bundeslade. Did everybody hear that? Okay, so here's a very simple point. Also hier ist ein ganz einfacher Punkt. Paulus, unter Inspiration, uses Jesus. Nimmt Jesus, because verse 25 is talking about Jesus. Denn da geht's Jesus in Vers 25. And he says that Jesus is our propitiation. Und nennt ihn unser Sühnopfer. But the alternate reading for the word propitiation? Aber die andere Lesart dieses Wortes ist? Is what? Ist was? Mercy seat. Sühnedeckel. Can somebody tell me what is the mercy seat? Kann jemand mir sagen, was ist der Sühnedeckel? What article of furniture was it on? Wo auf welchem Gegenstand im Heiligtum war der zu finden? Ark of the Covenant. Auf der Bundeslade. Now, you know, even my secular audiences, when I hold evangelistic meetings, selbst meine nicht-christlichen Zuhörer in einer Evangelisation, everybody knows what the Ark of the Covenant looks like. Jeder weiß, wie die Bundeslade aussieht. Because of Indiana Jones. Wegen Indiana Jones. So most people know what that is. Jeder weiß eigentlich normalerweise, was das ist, die Bundeslade. The Ark of the Covenant had three major sections. Da gab es an der Bundeslade drei Hauptabteilungen sozusagen. Let's review them. Lass uns sie kurz anschauen. The top of the ark. Oben auf der Bundeslade. It had two angels in replica. Da gab es sozusagen zwei Engelrepliken. Whose wings veiled what the Jews referred to in legend as the Shekinah glory. Und diese Flügel von den Cherubim haben etwas verdeckt, was die Juden in ihrer Tradition die Shekinah nannten, die Herrlichkeit. And it's not just a legend, it's true that if a person in the Old Testament times came before the Ark of the Covenant. Und es ist ja nicht nur eine Legende, es ist wahr, dass wenn eine Person in alttestamentlichen Zeiten vor die Bundeslade kam, approached the Shekinah glory with sin in their life. Und mit Sünde dort die Shekinah zu ihr gegangen ist, they would be instantly killed. Dann wären sie sofort getötet worden. And that's why the priest, the first thing he had to do was make a sacrifice for himself. Deswegen war das erste, was der Priester tun musste, ein Opfer für sich selbst bringen. So that Shekinah glory was a symbol of God's throne, of his presence. Also diese Shekinah war ein Symbol für die Anwesenheit Gottes, für seine Herrlichkeit, für seinen Thron. And God's presence is no joke. Hebrews says that our God is a consuming fire. Und Gottes Gegenwart ist kein Scherz, denn unsere Bibel sagt, Hebräer 12, Vers 29, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. He consumes sin. Er verzehrt die Sünde. Can somebody tell me what was on the bottom of the ark? Kann jemand mir sagen, was war ganz unten in der Bundeslade? If you opened the doors, wenn man die Türen aufgemacht hätte, what would you find? Was hätte man gefunden? Okay, you would find a number of things, but one of them you would find the Ten Commandments. Man würde einige Dinge finden, aber vor allem würde man die 10 Gebote finden. What is the purpose of the law? Was ist der Sinn und Zweck des Gesetzes? Point out sin. Sünde zu, auf Sünde hinzuweisen. By the law is the knowledge of sin. Denn die Bibel sagt ja, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. So look at what this presents. Also schaut mal, was uns das präsentiert. If you came into the holy place, wenn du ins Heilige, wenn du in das Allerheiligste kommen würdest, and you came before the Ark of the Covenant, und du vor die Bundeslade kommen würdest, the law, das Gesetz, would point out your sin, würde deine Sünde zeigen, and God's presence would destroy sin. Und Gottes Gegenwart würde deine Sünde zerstören. There would be no hope. Es gäbe keine Hoffnung. Unless, es sei denn, there was something in between those two things. Dass es etwas dazwischen gibt. What was between those two things? Was war zwischen diesen beiden Dingen? Something called the mercy seat. Etwas, was man den Sühnedeckel nennt. And guess what? Und ratet mal. Paul says, Paulus sagt, the mercy seat, der Sühnedeckel, is who? Ist wer? Is Jesus. Jesus. Amen. Amen. Now we have a list here. Wir haben eine Liste hier. Of a number of people that are called types of Christ. Die Typen auf Christus sind. And just very quickly. Nur sehr kurz. Can somebody tell me?
Kann jemand mir sagen? How is Joseph a symbol of Jesus? Does anybody know? Wie ist Joseph ein Symbol auf Jesus, ein Typus? Give me one characteristic that Joseph had that was similar to Jesus. Gibt es eine Charakteristik, die euch einfällt, wo Joseph ein Typus auf Jesus war? Yes. He was obedient. Okay, he obeyed. Yes. Ja. He saved Israel through the corn that he sold. Ah, yes, that's right. That's true. Yes, he was a savior. Also, yes. War ein Retter sozusagen, ja? He brought them to the okay, ja. Yes. Er brachte seine Familie okay. Nach Hause in ein neues Haus, in ein neues Heim. He forgave his brothers. Ja, er hat seinen Brüdern vergeben. Okay, so there are some very concrete things that we can look at. Das sind einige sehr konkrete Dinge, die wir anschauen können. Like if you look carefully at the sequence of events that took place. Wenn man sich die Reihenfolge der Ereignisse anschaut. He was sold. Er wurde verkauft. And then he was put into the pit. Und dann wurde er in ein Loch put into the pit and then sold. Sorry. Er wurde erst in einen Brunnen geschmissen und dann verkauft. And then he gets promoted to the palace. I'm kind of fast-forwarding it. Okay, he gets promoted to the palace. Also am Ende wird er sozusagen dann zum im Palast gefördert. And when you look at the life of Jesus, wenn man das Leben von Jesus anschaut, a similar sequence. Dann finden wir eine selbe Reihenfolge. He was sold. Er wurde verkauft. He was put into the pit. Er wurde ins Loch gesteckt. And then he was promoted to the palace. Und er wurde zum Palast emporgehoben. Does anybody know which brother betrayed Joseph? Wer hat eigentlich Joseph verraten? It was Judah. Es war Judah. And the name Judas is the Greek equivalent of the Hebrew name Judah. Und Judas ist einfach die griechische Übersetzung von Judah. But we won't go into all of these, little things. Aber wir wollen nicht alle die ganzen Kleinigkeiten anschauen. So the point is, I think that you understand that some of these people are symbolic. They represent in a small way, just as a shadow, the work that Jesus would come to. Also ich denke, verstehe, diese Personen sind in einer bestimmten Art und Weise Schatten und Symbole, Typen auf Jesus. Und was wir sehen können in Daniel 8, Vers 14, dass wir ebenfalls so einen Typus und einen Antitypus haben. Kann mir jemand sagen, was ist der Typus in Daniel 8, Vers 14 und was ist der Antitypus? Wir haben ja schon gesehen, dass in Daniel 8, Vers 14 bis zu 2003 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt oder gereinigt werden, dass das zurückverweist auf ein bestimmtes Kapitel. Weiß jemand noch, welches Kapitel das war? 3. Mose 16. Was finden wir in 3. Mose 16? Dort finden wir den Versöhnungstag. Was war das Besondere am Versöhnungstag? Das war der Moment, wo der Priester in das Allerheiligste ging. Das war das einzige Mal im Jahr. Was noch war besonders am großen Versöhnungstag? Dort wurden die Sünden nicht nur vergeben, sie wurden ausgetilgt, richtig? Was noch? Wer die Sünden nicht bereut hatte, wurde ausgerottet. Nicht wahr? Es war eine Art Gerichtsszene auch, ja? Was noch? Es gab dort zwei Böcke. Der eine für den Herrn, den anderen für Azazel. Was ist dann mit dem Bock für Azazel passiert? Er wurde in die Wüste geschickt, vorher wurden all die Sünden auf ihn gelegt, nicht wahr? Und wie endete dieses ganze Ritual, bevor der Wüstenbock weggeschickt wurde? Was ist passiert? Das war mitten des Rituals, ja? Aber was war das ganze Ende des priesterlichen Rituals im Allerheiligsten? Es wurde gereinigt, das stimmt? Genau, der Hohepriester, der nicht gesehen werden konnte, von dem man im Glauben annehmen musste, dass er dieses Werk tut, kam heraus und segnete das Volk, richtig? Jetzt, wenn wir diese Elemente, das sind nur einige der Hauptelemente, nehmen und im Antitypus anwenden, was können wir dann über Daniel 8, Vers 14 lernen? Worum geht es in Daniel 8, Vers 14? Im Antitypus. Also offensichtlich müssen auch dort Sünden tatsächlich ausgetilgt werden. Was können wir noch lernen? Ein Priester muss ins Allerheiligste gehen. Ja? Und wir wissen, das war Jesus, der zu diesem Zeitpunkt vom Heiligen ins Allerheiligste gegangen ist. Was lernen wir noch? Von Typus, Antitypus. Von dem, was er gerade gesagt hat. Ja? Dass wir einen Segen, was wird der Segen sein, den wir dort bekommen werden? Ja? Das ewige Leben, ja? Und wie kam der Segen nochmal zu dem Volk? Der Priester, der nicht sichtbar im Heiligtum war, kam aus dem Heiligtum heraus. Was wird passieren, wenn dieses Werk des Gerichtes zu Ende ist? Der Priester, Jesus, kommt aus dem Heiligtum heraus.
und er wird wieder sichtbar, kommt sichtbar und segnet sein Volk. Und dann werden natürlich die Sünden auf den Sündenbock gelegt. Wer ist der wahre Sündenbock? Satan. Wird er in die Wüste geschickt? In den Abgrund, nicht wahr? Die Wüste der tausend Jahre. Und wir könnten da weitergehen. Also das ist die Art und Weise. Aufgrund dieser Prinzipien kommen unsere Grundfundamente auf Daniel 8, Vers 14. Auf diesen Grundprinzipien basiert unsere Auslegung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Dass wir das nicht glauben, weil es im großen Kampf steht, sondern dass alles Prinzipien sind, die aus der Bibel herausgezogen werden und die in der biblischen Auslegung verankert sind. Wir wollen noch mal eine 10-Minuten-Pause machen, wenn es euch recht ist.